In der letzten Folge passierte das. Theoretisch, okay. Müssen wir hier drum jetzt nur noch Diorit und Glas setzen, also Half-Slabs, so wie Glas. Und dann mal gucken, ob die Farben so anspringen, wie es mir vorstellt. Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute geht es weiter in Folge 188. Denn nachdem wir in der letzten Folge sehr weit mit der Goldfarm vorangekommen sind, gibt es ja trotzdem noch jede Menge zu tun. Und eventuell ändern sich heute auch die Pläne und eventuell gibt es auch was ganz Interessantes zu sehen. Aber was das sein wird und wie sich der Plan ändert, seht ihr jetzt gleich. Schaut gerne auf Social Media vorbei, ebenfalls habe ich einen eigenen Community-Discord. Außerdem bin ich jeden Montag, Freitag, Samstag und Sonntag ab 20 Uhr live. Diesen Sonntag sogar schon ab 18 Uhr auf Twitch, da könnt ihr sogar vielleicht mit mir spielen. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in das Video. Let's go, es geht weiter! Ja! Willkommen aus der Timelapse zurück und ihr seht, hier ist jede Menge passiert. Was heißt jede Menge? Es ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Der letzte Stand der Dinge war ja eigentlich nur, dass das Glas sowie die Half-Slabs drumherum nicht da waren. Die haben ja gefehlt. Und am Anfang des Projekts, also letzte Folge, bin ich ja auch hier stehen geblieben. Aus dieser Perspektive haben wir uns das ja angeguckt und gesagt, yo, was wird sich wie verändern? Ich stelle mal direkt die Chunks hoch, damit man das auch sieht. Und mashallah, ich würde sagen, Bruder... Die Farm sieht doch viel krasser aus, als ich erwartet habe. Also no joke, die Farm sieht viel, viel krasser aus, als ich erwartet habe. Und mir wurde am Anfang eigentlich von meinem Chat geschrieben, dass Diorit richtig kacke aussehen wird. Aber Bruder, ich sag's immer wieder bei jeder Farm einfach, aber Diorit war genau die richtige Entscheidung. Also no joke, wenn man sich das von hier anguckt, Diorit war genau die richtige Entscheidung. Wirklich genau die richtige. Es sieht einfach so aus wie so ein kleines UFO oder so. Das hat so einen Vibe einfach. Das sieht so unfassbar geil aus. Ich begrüße euch auch in die jetzige Aufnahme mit positiven Ding, denn ich würde ja die Aufnahme jetzt nicht starten, wenn nicht was Cooles passiert. Wir haben es gerade im Stream getestet. Ich kann es euch auch nochmal zeigen und wundert euch nicht, es wird hier gleich richtig anfangen zu laggen. Wir haben es gerade ausgetestet, sie produziert zu viel. Sogar die Hopper-Minecarts sind mit dem Stuff, mit der Produktion des Stuffs hier überfordert. Die kommen, vier Hopper-Minecarts kommen mit der Produktion des Stuffs nicht zurecht, weil es zu viel ist. Das ist krank. Also eigentlich nehme ich mir hier nur einen Schneeball. Hier haben wir Schneebälle, die Kisten werden dann am Ende alle noch voll gemacht. Und dann kann ich die Farm hier anmachen. Die Dinger schießen nur die XP sowie den Stuff, den die Piglins droppen im Prinzip in die Mitte. Dort wird er eigentlich von dem Hopper Minecart aufgesammelt. Problem ist, es ist zu viel. Und die XP werden dann hier von so einer Boosterstation timed nach oben geboostet, dass sie hier bei mir als Player ankommen. Ich nehme jetzt hier einfach einen Schneeball, werfe dann hier so die Viecher da ab, zack. Und jetzt werden die alle aggressiv auf mich und passt auf. Es wird krank, ihr seht, ich bin Level 62 und ich stand, glaube ich, eine anderthalb Minuten oder so stand ich an der Farm. Ich bin Level 62. Ich möchte es erwähnen, Level 62 und ich bekomme so viele XP, also so viel XP. Man erschreckt sich manchmal. Ja, wie jetzt zum Beispiel. 1A. Ich weiß nicht, warum das so todeslaut ist, aber es ist mega, mega laut und man erschreckt sich manchmal, weil es einfach die Ohren sprengt, okay? Richtig wegschallert, aber aus einem anderen Universum. Die XP gehen ab und ihr merkt es, es fängt ordentlich an zu ruggeln. Guck mal, das schafft es alles gar nicht, weil es sind zu viele Drops einfach. Es sind einfach zu viele Drops. So, ich muss jetzt mal aus dem Nether rausgehen, um die Farm im Prinzip auszuschalten. Bruder, die Lags hier sind so unfassbar. Und das hier Lag liegt halt wirklich einfach und allein nur an diesen XP, die hier überall rumliegen, ne? Sie ist zu OP für Minecraft, das muss man sich mal vorstellen. Und ich habe dafür jetzt wie lange gebraucht? Ich glaube 4 Streams oder so, mehr Zeit haben wir dafür nicht investiert und was hier an Drops rauskommt, das ist insane. Ja, wir haben jetzt zwar die Farm an sich fertig, aber was fehlt noch genau? Die Piglin-Station fehlt noch, ebenfalls fehlt noch das Lagersystem, was noch fehlt und hier fehlen auch noch ein paar Feinheiten und zwar will ich jetzt im Anschluss im Prinzip diesen Fahrstuhl einmal bis nach oben bauen, also bis nach hier so und dann den Fahrstuhl hier anschließen, dass man im Prinzip vom Fahrstuhl aus so lang rumlaufen kann über Glas und dann nach da laufen kann, damit man die Farm aktivieren kann. Ebenfalls will ich das hier abreißen. Ich weiß nicht, das ist halt noch von der letzten Farm. Und wir werden das Lager auch ein bisschen umbauen müssen, denn das System, dass die Goldschwerter direkt durchgeschmolzen werden, will ich natürlich beibehalten. Das wird auch beibehalten, definitiv. Das Ding ist, Digga, bei den Goldschwertern, die da vorbeikommen, müssen wir den Ofen nicht nur etwas ausbauen, sondern wir müssen den Ofen, glaube ich, revolutionieren und auch irgendeine Quelle dafür bauen, dass der Ofen beheizt werden kann. Auch wenn ich doppelkistenweise Kohlblöcke habe und die auch ohne Probleme farmen kann, wird das, glaube ich, auf Dauer einfach nicht ausreichen. Aber das
müssen wir dann sehen, weil diese One-Tick-Farm hier funktioniert leider nicht mehr. Das ist ein bisschen schade. Auf jeden Fall würde ich sagen, als allererstes kümmere ich mich jetzt um die zwei Feinheiten, die ich euch gerade gezeigt habe. Danach kümmere ich mich mal um das Lager-Aufteilungssystem, also um das Item-Aufteilungssystem, wie das irgendwie funktionieren soll, dass wir den ganzen Stuff irgendwie da raus transportiert bekommen, ohne dass irgendwas despawnt. Würde dann direkt auch im Anschluss die Fläche bauen für die Piglins. Und bevor wir die Piglins setzen, sehen wir uns dann wieder in einem neuen Update. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Timelapse. Wir haben jetzt, ja, was heißt einiges geschafft, wir haben nur das da oben gemacht und hier diese kleine Station gebaut, obwohl die hier eigentlich vollkommen für den Arsch ist, was mir gerade aufgefallen ist. Denn ich und der Stream haben jetzt über 25 Minuten diskutiert. Eigentlich eine viel zu lange Zeit dafür, weil ich mir hätte vorher schon so einen Plan machen müssen. Das Ding ist, der Dude bei dem Tutorial hier hat 24 Piglins pro dieser Station. Er hat 8x 24 Piglins. Das sind insgesamt 192 Entities, die dort rumchillen. Bedeutet, wir haben überhaupt keine Chance, sie zu bauen. Denn letzten Endes würde unsere Farm, die dort oben ist, nicht mehr funktionieren. Es würde einfach nicht mehr gehen, weil hier unten so viele Entities sind, dass die Farm oben halt einfach... Digga, da würden keine Zombie-Schweine mehr spawnen. Somit würden wir kein Gold mehr bekommen. Somit können wir die Piglin-Trade-Station in die Tonne hauen. Wohl oder übel muss ich die Piglin-Station woanders hinbauen. Ist ein bisschen mega-wack. Ich muss dann immer Gold holen, muss das zu der Piglin-Trade-Station bringen. Dann kann ich da traden und dann muss ich wieder Gold holen. Das auch erst produzieren lassen, bla bla bla. Ist zwar ein sehr großes Hin und Her, wird sich aber definitiv am Ende lohnen. Da kommen über 600.000 Items am Ende raus pro Stunde. Ich glaube, so eine Farm habe ich noch nie vorher gebaut. Wäre ja dumm, wenn ich die Trade-Station baue, bevor die Goldfarm fertig ist. Wir haben da oben jetzt immer noch ein Problem. Digga, das Lagersystem funktioniert nicht, wird überfüllen mit der Zeit. Das ist halt für den Arsch. Heißt, ich ziehe dort die Trichter im Prinzip nach unten, mache dann hier Dropper hin, die das auf einen Block droppen und dann wird das über Redstone, über Eis gekickt und via dem Eis wird es direkt eingesammelt oder einsortiert in die Truhen, die wir hier haben. Ich denke mal, ich werde das Lagersystem trotzdem nochmal verändern auf jeden Fall. Vielleicht sogar vergrößern, da muss ich aber gleich mal gucken, wie wir das überhaupt bauen. Und dann müsste man weitersehen. Das wird sehr kompliziert, denn wir haben 2, 4, 6, 8 verschiedene Dropper, die alle irgendwie auf einen Block droppen müssen. Wir werden rich sein, was verrottetes Fleisch angeht. Nicht zu vergessen, kann ich mit dem verrotteten Fleisch dann auch Smaragde traden und mit den Smaragden Lapis Lazuli für den Amber Palace. Aber ich würde sagen, ich mache mich jetzt erstmal hier dran, baue erstmal die Goldfarm zu Ende, also hoffentlich zu Ende. Wir bauen erstmal das Verteilungssystem im Prinzip auf die verschiedenen Kisten hier. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß hier in der Timelapse von dem ganzen Ding, Alter. Das wird sehr, sehr spannend. Rein da. Wir haben jetzt ja plus minus was geschafft, also es ist schon ordentlich was zusammengekommen, vor allem viel, was sehr, ja, Redstone-lastig ist und wie ihr wisst, ist Redstone jetzt nicht mein Favorite-Thema. Ich muss hier einen kleinen Zwischencut machen, einfach um zu erklären, was jetzt hier wie passiert ist, weil ich glaube, viele können das gar nicht irgendwie entziffern, was jetzt hier wie der Plan ist und warum das jetzt hier so aussieht, wie es aussieht. Das Ding ist relativ einfach gesagt, wird der Stuff dort oben eingefangen, wird dann über dieses unfassbar ungeordnete Trichtersystem dahin gebracht. Dort droppen ist Dropper raus. Dann fällt der Stuff nach hier unten durch. Droppt dann hier unten hin. Fragt nicht, warum hier Dropper sind. Ich habe erst gedacht, da müssen Dropper sein. War aber ein falscher, komplett dummer Gedanke. Und dann habe ich es verworfen und umgebaut. Und jetzt sieht es so aus. Auf jeden Fall fällt der Stuff dann nach hier unten hin. Und wie ihr seht, ist hier eine Redstone-Clock. Diese Redstone-Clock ist, glaube ich, so eine 11- oder 10-Sekunden-Clock oder sowas. Auf jeden Fall gibt die alle paar Sekunden Signal aus, so wie jetzt. Und dann geht das Signal nach hier oben über Beobachter. Und fährt diesen Kolben hier aus. Ebenfalls wird das Signal weitergeleitet. Der Stuff, der da runter droppt, wird dann hier auf dem Block gesammelt und dann liegt er da und wenn dann das Signal kommt, was von der Glock dort unten abgegeben wird, zieht das oder wird der Stuff nach hier vorne geschossen, fliegt dann nach hier und so geht der gesamte Stuff einmal durch das komplette Lagersystem. Im Prinzip ersetzen diese Kolben mit den Schleimblöcken dran. Warum sind die Items? Warum sehe ich die Items nicht?
Ey! Auf jeden Fall ersetzen diese Kolben mit den Schleimblöcken im Prinzip das Wasser, was man im Nether nicht setzen kann, und schießen unsere Items so hier drumrum, dass sie im Prinzip vom Lagersystem erfasst und eingesammelt werden können. Der Stuff läuft dann hier lang und hier sammeln uns die Trichter ein. Ganz einfach. Die Trichter sind geblockt, heißt nur ein bestimmtes Item kann in dieses Lagersystem und dann wird das hier eingesammelt. Zum Lagersystem werde ich jetzt gleich was designen, da wird gleich was kommen. Das legendäre Lagersystem. Ihr kennt's, ich baue immer meine Lagersysteme sehr besonders, sehr aufwendig. Sehr geil, würde ich fast sagen. Also ich freue mich auch wieder jetzt hier drauf, gleich das bauen zu können. Wird sehr spannend, wird sehr interessant. Aber ich würde sagen, diesen ganzen Prozess seht ihr nächste Woche Sonntag um 16 Uhr im nächsten Video. Das Video ist hier vorbei. Jetzt habe ich euch heiß gemacht. Ja, jetzt geht's direkt weg. Auf jeden Fall lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, bis nächste Woche Sonntag 16 Uhr, da machen wir das alles. Let's go.